Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll, aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Akt 1, der Zirkus. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Ja, und somit herzlich willkommen bei The Juggler's Tale. Einen süßen kleinen bunten Geschichte, die von Abby handelt. Ein Mädchen an Fäden gespinnt. Da der Erzähler hier schon so schön reimt, lasse ich das lieber mal dem Erzähler überlassen, denn ich selbst kann das nicht wirklich gut. Und Schweizer Gedanken plus deutsche Sprache. Da gibt es immer eine Diskrepanz dazwischen. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Der Froschkönig ist auch unterwegs. Na los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Ja, sicher. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreit. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Dann lasst uns mal zeigen, ob wir Mut haben, um den Hut zu holen. Schade, schade, das bringt wohl nichts. Wir müssen die Kiste nehmen. Osterbär hat Hunger. Was soll ich bloß machen? Vielleicht schwinge ich am Seil und lass es mal. Krachen. Hin und her, hin und her. Wieso ist jetzt das passiert? Fein gemacht. So weit, so gut. Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut.
Schau mal her, etwas zu fressen. Hol es dir. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmte Direktor und tätschelt sie sagt. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Oh, wie mies vom Direktor das ist. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby, Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Vielen Dank, kleine Ratte. Das kann ich gebrauchen. Möglicherweise. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt. Nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Leise, leise schleichen wir davon. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Kannst du mich bitte nochmals hochheben? Ich habe da einen Fehler begangen. Ach, verflucht. Hoffentlich hat das keiner gehört. Go, go, go! Komm schon, Abby, du schaffst es. Mit vereinten Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Nein! Urs der Bär! Oh. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben.
Abbys Wohl stellt er über das Seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Och nee, der arme Urs.